wundervollen guten Tag zu einer gemütlichen Runde an nur 1800. Seid gegrüßt, schön, dass ihr mit eingeschaltet habt. Ja, ich schrieb mal eben weiter. Und zwar, ich habe uns hier drüben schon mal, die Blaupausen gebaut. Schiff ist auch angekommen, aber in der Zeit, ich mache mal eben ganz kurz auf langsam, in der Zeit ist die Stadt drüben aufgestiegen und jetzt haben wir, ihr seht selbst, ne? Wir müssen Pfeifen, hatten wir ja schon, aber hier wollen jetzt noch Schriften, das müssen wir noch einrichten, da brauchen die Holz für und das müssen wir importieren, gehe ich mal stark davon aus. Dann Papiermühle, dann brauchen die mehr Indigo, um dann Buchmaterial zu machen, und Brillen wollen die haben. Das heißt, wir werden hier nicht drum herum kommen, eine Handelsroute dann irgendwie einzurichten. Wobei ich dann echt nicht glücklich bin mit. Also nicht in der momentanen Situation, wo sie hier quasi jederzeit einen Pups in Popo kriegen könnte und uns den Krieg erklären könnte. So, drüben ist auf jeden Fall auch ein Schiff fertig geworden, habe ich gesehen. Ja, da ist Linienschiff fertig geworden. Da können wir direkt nochmal eins bauen. Ich habe hier drüben auch noch, das habe ich jetzt mal eben ohne euch gemacht, die Ecke noch gebaut, weil wir zu wenig Arbeitskraft hatten. Ich musste dann halt noch Segel anlaufen lassen und da waren die Arbeitskräfte zu wenig. Ansonsten sieht alles gut aus, wir sind immer noch mit 5580 im Plus. Heißt, wir springen wieder zurück nach Enbesa, laden jetzt unser Schiff erstmal aus. Ich habe mir auch ein bisschen Lehmer mitgenommen. Vielleicht brauchen wir es ja. So, dann starten wir mal. Wir fangen an mit dem Marktplatz, wir fangen an mit den Häusern. So, in der Zeit ziehen die ein. Ich habe uns hier ein Lager gebaut, ich habe uns hier Ziegen gebaut. Und dann machen wir mal auf jeden Fall 6, 12, 18 machen wir auf jeden Fall mal fertig. So, 20. Dann haben wir hier das erste Hummer-Ding. Ist, glaube ich, ja Hummer, ne? Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber sieht zumindest so aus. So, und dann schauen wir mal, was sich tut. Ich weiß jetzt nicht, ob wir mit einem Hummer auskommen werden oder nicht. Wir können mal eben drüben gucken, wie es hier drüben aussieht. Ja, perfekt. 544 mit den Häusern. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23 Häuser. Also bei 23 Häusern kommen wir gerade noch hin. Wir haben 6, 12, 18, 20... 20, 21, 22, 23, so. Dann sollte das genau passen, würde ich sagen, oder? Ich hatte den noch nicht so ein Marktding gebaut, ne? Nee, alles gut. Genau, 23. So, Feuerwehr wollen die natürlich auch haben, aber da muss ich leider... Leider sagen nein. So, kommt Jungs, jetzt zieht mal ein hier. Ihr habt Milch, ja? Ihr müsst jetzt nur noch hier fix eure Häuser betreten. Na, kommt schon. Okay, sie zieren sich ein wenig. Habe ich sogar das Gefühl. Da wohnt auch nur einer drin bisher, aber es kommt. Hier wohnen schon drei drin. Da noch zwei. Ja, es läuft langsam an. So, gut. Also, jetzt war tatsächlich so, wir haben natürlich keine, genau, wir haben keine Baumstämme, die wir hier machen können. Das heißt, in einer alten Welt kann ich die mit Sicherheit nicht bauen, ne? Da gehe ich mal stark von aus, oder? Ja, ich hab's befürchtet. Naja. Das heißt, ich muss tatsächlich... Ich
Ich muss tatsächlich die Baumstämme importieren, um das machen zu können. Aber das... ich weiß nicht. Baue ich mir dafür jetzt noch einen Clipper? Ich bin mir nicht sicher. Ich müsste aber rein theoretisch, weil... Aber ein Clipper wird mir weg. Ah gut, aber dann kriegen sie halt nichts, ne? Ich meine, da fehlen mir Segel. Dann kriegen sie halt mal keine Baumstämme, wenn Krieg sein sollte und der weggeschossen wird. Würde ich sagen. Wäre ja jetzt auch nicht so schlimm, oder? Weil ich brauche da schon noch. Aber wobei, so schnell wird es jetzt auch keinen Krieg geben. Moment mal, 700.000, habe ich schon wieder so viel verdient? Oder hat ich schon wieder... Die hat schon wieder... Hier, guckt dir das kleine Mistvieh an. Oder? Das gibt's doch gar nicht. Gib mir mal die Teile von der Insel wieder. Dieses Spiel willst du also spielen? Ja, will ich. Was macht mir eigentlich so mittlerweile so ein Teil hier? 600 immer noch nicht mehr? Mädchen, du musst aber mal ein bisschen hier was tun, ne? Kann ja jetzt nicht sein. Anteilswert 77. Du musst hier mal so ein kleines bisschen, oh, guck mal, die hat auch schon, dann ist die schon in einer neuen Welt, ne? Wenn die schon Ingenieure hat. Oh, dann hat die sich da auch schon ordentlich ausgebreitet. Ja, nützt nichts, wir müssen ja in die neue Welt. Komm. Dann machen wir erstmal die Isabelle. Ja, wir sehen auf jeden Fall herauskämpfen mit 80% plus, oder? Volles Schiff sind in die Enge getrieben. Wir kämpfen uns aus der Nummer raus. Ja, komm. Seien Sie unser Anker. Ja, Feuer. Los. Also, geht doch. In den Wellen geboren, in den Wellen gestorben. So. Da gehen wir später drauf ein. Embesa, wie sieht's jetzt hier in Embesa aus? Okay. Mit 42 plus könnten wir direkt... Okay, können wir erstmal nix. Das heißt, Holz lassen wir hier. Ein so ein Krabbenvieh haben wir. Gut, wir müssen mal eben noch... Dann fahren wir mal eben rüber. Müssen wir auf jeden Fall eben noch Lehm holen. Für so eine zweite Butze. 8 Lehm wollte der haben, ne? 8 Lehm. 2 haben wir noch. Das sind 6. 14 Lehm bräuchten wir für eine zweite. Das müsste doch... Wie viel Arbeitskräfte nimmt der? 35. Ne, kriegen wir nur eine hin. Das ist gut. Dann nur einmal. Dann müssten wir haben hier drüben. Die Leute gehen auf die Barrikaden. Oh, die hat schon wieder was zurückgekauft hier. Was ist denn hier los? Was ist denn hier los, Mensch? Muss ich jetzt tatsächlich in die Polizei bauen? Ehrlich jetzt? Mann. So, die hatte was zurückgekauft, habe ich gesehen. Oder habe ich den schon wieder... Nee, den hatte ich ja. Ah, den hatte ich, okay. Der kann weg, der kann weg, der kann weg. Da können wir auch alles rauslöschen. So. Halbe Million plus bei 5.000 monatlich. Expedition 2. Die Menschen lassen sie hochleben. Ja. Ja, wir brauchen, wie gesagt, ich muss in die neue Welt, sonst komme ich hier nicht weiter. ...491 Bauern, das ist gut. Hier läuft noch ein Linienschiff. 3 Linienschiffe sind ja auf Expedition. Was ist denn da unten? Oranges? Und auch Job, okay. Embesa. Da kommt unser Schifflein. Neue Ziele. Hier läuft auch alles schick.
Ja, dann soweit, so gut. Laden wir jetzt mal noch ein bisschen von dem guten Lehm, ne? Haben wir gesagt, 10. Was haben wir gesagt? 12 brauchten wir, ne? Oh, jetzt muss ich wieder gucken. Ich hab's schon wieder vergessen. Wir hatten jetzt noch 2, genau. Und wir brauchten 8, ne? So war das. 8 für nur eine. 8, ja, komm, dann passt das mit 10. Dann passt das mit 10. Dann kommen wir wieder zurück hier. So. Wie viel produziert, wie schnell produziert der denn hier? 3. Jetzt einen kleinen Schoner noch zu verkaufen hätte der Gute hier, ne? Aber jetzt hat er natürlich keinen Schoner mehr. Oder? Ne. Jetzt hat er nur so große. Ich hatte so einen Clipper. Mein Sohn hat 15.000. Gewarnt, dass sie gerne Tauschhandel treiben. Ne, dann baue ich lieber drüben Schoner und schicke den hier rüber, ne? Ah, immer in diese Weltkarte springen, statt in die alte Welt so. Dann baue ich lieber hier noch einen Schoner. So. Und schicke den dann rüber. So, hier passt alles. Hopfen, Eisen, Kanonen, Bier, Seife. Oh, Seife ist ein bisschen, ne? Schweine sind gut, aber Seife ist zwar stabil, aber... Könnte mehr sein, ne? Da müssen wir mal Auge behalten hier. Genau wie... Sagen wir mal nicht lieber... Oh, da muss ich aber wieder nachlegen hier, ne? Wenn ich das jetzt mache, muss ich wieder nachlegen, so ein Mist. Ich weiß nicht. Aber nützt ja nichts. Ich meine, bevor es uns ausgeht, da habe ich ja nichts von, ne? Wenn uns der Kram ausgeht, 2 davon und einmal Seife, ne? So. Da hätte ich ja nichts von. So, jetzt müssen wir ein bisschen aufsteigen lassen wieder. So, 72 haben wir hier nur das und das kriegt wieder irgendwas nicht ab hier. So. 30. So, machen wir die 3 noch. Dann haben wir wieder Plus. Da ziehen jetzt auch wieder welche ein. Dann passt das. Und dann sollte die Seife, denke ich mal... Ich hoffe, die Schweine machen das mit. Die Straßen sind wieder sicher. Ich hoffe, die Schweinchen machen das mit. Sonst müssen wir noch Schweine machen hier. Was haben wir denn hier? Ne, da haben wir Rinder, genau. Rindsviecher. Und hier unten hatten wir unsere Schweinebagage, ne? Aber da haben wir auch überall schon Silos gebaut, ne? Ja. Da haben wir überall schon Silos gebaut. Okay. Das heißt, ich müsste, wenn, Schweinchen hier noch mit hinsetzen, ne? Da müssen wir, oder wir halten am Auge. Aber bisher bleibt das alles gleich. Ich glaube zwar nicht, da geht's hoch. Ich hoffe, ich vergesse das jetzt nicht. So, Mbesa. Unser Schiff ist da. Neue Befehle, Admiral. Heißt, wir laden aus. So. Heißt, wir 4 Tonnen. Das ist ja echt lächerlich, ne? Den bauen wir hoch. Schwupp. Ah, da, guck mal, jetzt das hätten wir doch noch einbauen können. Wie viel brauchte der? 35. Ah, komm, dann mit der nächsten Runde. Mit der nächsten holen wir uns noch 4, komm. Dann kriegen wir noch einen dritten hin. Davon. Ein Schiff erster Klasse. Komm. Das machen wir.
So, die kriegen ja jetzt auch hier ihre, Küche habe ich schon gebaut. Oder? Küche habe ich schon, steht schon in Blaupause, ne? Wunderbar. Was ist hier mit dem, warum habe ich das angehalten? War da was Besonderes? Man weiß es nicht so genau. Ach, weil die schon da liefen, ne? Deshalb. Das mit der Kleidung. So, jetzt fehlen uns da nämlich wieder Leute. Okay. Ach, ich lasse die Falschen aufsteigen. Ich muss Bauern, hätte ich... Oh. Hirtenhäuser. Aber das geht nicht. Das geht so nicht. Das ist doof, ne? Verschenken wir hier eine ganze Reihe jetzt. Da verschenken wir jetzt eine ganze Reihe. Ach, ich habe auch noch auf langsam stehen, ne? Sehe ich gerade. Oh. So. Müssen wir mal gucken, was wollen die denn von uns? Es ist schwer vorzustellen, wie es sein muss, keine Familie mehr zu haben. Schwach. Oh, wunderbar. Und was soll ich denn machen für den? So früh habe ich dich gar nicht erwartet. 14 Tonnen Ziegenmilch, okay, ja, dann kriegen wir hin. Das hilft uns sehr. Noch einer. Die Karma verteilt Essen an die Arme. Die Sache liegt jetzt in. Was willst du? Trockenfleisch kriegen wir auch hin, komm. Zigiju? Zigiju, ja, Zigiju. Erledigt. So. 126, ich muss mehr Bauernhäuser bauen. Oder ich muss doch mal abrüsten hier. Ich glaube, ich rüste noch mal runter. Komm, wir downgraden nochmal. Für den Herrn sind wir eine Gruppe. Habt ihr leider Pech gehabt. Ihr werdet doch keine Ältesten. Ihr seid so in einem Zwischenalter, liebe Jungs. So, ihr seid in dem Alter, wo man sagt, ihr zählt noch nicht mehr zu jung, aber auch nicht zu Ältesten. So. So, ne? So, downgrade mal die einfach so, zack. Schluppdiwupp. So sieht die ganze Nummer schon ein bisschen freundlicher aus. So. Fehlende Waren, ja, ich weiß. Unser Schifflein müsste doch eigentlich. Wo ist denn unser Schiffchen? Da. Unser Schiffchen müsste doch da sein. So. Keine fehlenden Waren mehr. Und jetzt haben wir gesagt, komm. Acht, ne? Lassen wir einen Spare dann da drüben kommen. Zacki, zacki. So. Rüber mit euch. So. Jetzt fängt der gleich auch an zu produzieren. Dann kriegen die auch Suppe. Ist doch Suppe, ne? Nur der Herr kann aus nichts etwas erschaffen. Eintopf, okay. Eintopf. Eintopf wie der andere, sozusagen. So. Okay, wählen Sie den Palast aus. Alle waren durchaus beeindruckt von unserer Arbeit.
Selbst der Archimandrit hat sie in seiner Predigt als ein Beispiel seltener Tugendhaftigkeit gepriesen. Okay, ja, danke schön. Da hätte ich beinahe übersehen hier. Hier, eine Handvoll Blüten. Ja, danke schön. Was ist mit dir los, Mandelblüte? So. Ja, 5 Tonnen Wandteppiche und 5 Tonnen Trocken, das kriegen wir auf jeden Fall auch noch hin, wenn wir mal Schiffe hier oben haben. Wie gesagt, ich befürchte halt Krieg mit der Omi. Und da möchte ich schon gut gerüstet sein für. So, 3A, guck mal, Isabel haben wir auch wieder hier. Sacramento, mit dem Schiff fährst Fluss aufwärts fahren, durch den Dschungel marschieren. Puh, was? Sie mit einem S auf der Karte ein. Eine Tja, durch den Schiff kommt mit dem Schiff Fluss aufwärts fahren. Ach, ist wieder der hier. Dann wissen wir, was zu tun ist. Oh, das ist jetzt schwer, ne? Kämpfen oder Segel setzen mit Schwung, die Stromschnellen nehmen? Ne, komm, wir feuern auf die. Dann einen Weg durch die Höhlen suchen. Ja, ich bin Kind, ne, von Samuel. Gut, das kennen die bestimmt. Vater muss die versorgen. So, genau. Ich hab's gerade gedacht, die sticht uns ab. Okay. Gut, wir sind in einer neuen Welt. Jetzt geht's rund. Ene mene miste. Jetzt müssen wir uns um Embesa und die neue Welt kümmern, auf jeden Fall. Damit wir schnell rum rankriegen. Und Tuch. Du hast uns also gefunden. Schau dich um. Was könnten uns die Schergen ihrer Majestät noch antun, dass die Pyrphoria nicht längst getan haben? Isabel Sarmento, wir kommen hierher, um die Unschuld unseres Vaters zu beweisen. Samuel Good. Good? Der Mann, der die kostbare Insel ihrer Majestät verscherbelt hat? Er ist genauso schuldig, wie ich es bin. Ich weiß nicht, wie es um sie steht, aber unser Vater hätte seine Königin niemals verraten. Du nennst mich also eine Lügnerin? Liebe macht blind. Bevor die Pyrphoria ihr Brandzeichen setzten, sagten sie voraus, dass euer Vater kommen würde, um Prosperity zu verkaufen. Es war eine schlechte Idee, an der Verschwörung gegen das Empire teilzuhaben. Doch als ich den Pyrphoriern die Zusammenarbeit verweigerte, erteilten sie uns eine Lektion. Nach allem, was wir über die Pyrphoria wissen, glaube ich nicht, dass sie sich von unseren Bemühungen abschrecken lassen. Das ist ja schon ein süßer Knusperkeks, ne? Die Kleine hier. An dem Tag, an dem das Abkommen unterzeichnet wurde. Und so bohren wir für sie nach Öl. Ohne Lohn. Bei Tag und Nacht. Ach, du Arme. Wir haben unseren Stolz verloren. Komm auf meine Insel.
Und doch haben wir Angst. Da kriegst du pro Tag einen Dollar. Denn obwohl wir die Toten begraben und ein Versteck gefunden haben, kann ich dort nicht allen Schutz bieten. Es betrübt mich, von Ihrer prekären Lage zu hören. Doch muss ich darauf bestehen, dass unseres Vaters... Du lässt einfach nicht locker, was? Na gut, dann kommen wir zur Sache. Helft mir dabei, meine Leute zu beschützen. Mach mal. Sobald ich merke, dass ich euch vertrauen kann, werde ich nach dem Vertrag sehen. Wunderbar. Und? Schlägst du ein? Logo. Was eine Frage, unsere erste Insel hier. Neues Spielgebiet freigeschaltet. So, jetzt müssen wir mal eben gucken. Haben wir denn... Etwa so klar, ne? Warum... Hier ist schon wieder kein Stahl, ne? Das ist... Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Da haben wir... Ach, kriegen wir wieder keinen... Da muss ich wieder Stahl von drüben holen, ne? Jetzt geht die Fahrerei wieder los hier. Errichte meinen Leuten eine Zuflucht auf La Isla. Ja, mach ich. Dann werde ich darüber nachdenken, dir den Vertrag auszuhändigen, den du suchst. So, ihr fahrt mal eben schnell wieder in die alte Welt. Die Pyrphorier würden uns sofort knechten, wenn ich versuche, mein Volk umzusiedeln. Aber eine Insel unter deiner Flagge? Ah, ich muss das noch aktivieren. Stopp, helfen, zurück. Aber erst musst du uns helfen. Zurück, zurück, zurück. Wenn ich den jetzt aktiviere. Ich traue dem Empire ebenso wenig wie den Pyrphoriern. Wir sind nur Figuren in ihrem Spiel. Nee, ich hatte jetzt gedacht, wenn ich den aktiviere, weil die Pfeile da drauf sind. Wird der eventuell schon mal anfangen. Aber tut er irgendwie nicht. Oder ich muss mit dem Schiff hier hinkommen. Ich fahre mal erstmal mit dem Schiff hin. Vielleicht muss ich mit dem Schiff auch da hinkommen. Und ich mache in der Zeit eben schnell schon mal Holz. So, Sägewerk. So. Und spring in die alte Welt. Lesen Sie selbst. Sprung in die neue Welt. Ja, wunderbar. Ich war dabei, stell's dir vor. Ich war sogar dabei, live und in Farbe. So, wir brauchen hier auf jeden Fall. Da kommen wir nicht drum rum. 50. Holz nehmen wir auch mit. Und Ziegel nehmen wir mit. So, ab in die neue Welt mit dir. Die hat keine Anteile zurückgekauft? Nein, gut. So, das heißt neue Welt, aber das heißt neue Welt erst in der nächsten Folge. Machen wir genau hier weiter. Hier steigen wir wieder ein, ich stelle hier auf Pause und hier springen wir auch wieder rein. Vielen herzlichen Dank an euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir hier die neue Welt einrichten und uns um Embesa kümmern. Ich wünsche euch auf jeden Fall bis dahin einen schönen Tag, schönen Abend oder einen schönen guten Morgen, je nachdem, wann ihr die Folge gesehen habt. Bleibt mir auf jeden Fall gesund und gewogen. Euer Dexter. Bye, bye.